Wenn ihr dieses Video schaut, seid ihr wahrscheinlich genauso wie ich. Und zwar habt ihr euch gedacht, warum sollte ich immer nur normal Battle Royale in Fortnite spielen und nicht mal Rank probieren? Und dann habt ihr vielleicht auch mal einen von diesen Cups gespielt, über 50 Punkte geholt und diesen Gleiter bekommen, je nachdem in welcher Season ihr den Cup gespielt habt. Und an der Stelle habe ich mir dann gedacht, dass dieser Gleiter doch relativ schlecht aussieht. Jedenfalls für alle Ränge außer Unreal. Ist jetzt diese Season ein bisschen anders, aber das ist jetzt egal. Also muss ich irgendwie Unreal werden können. Das Problem ist nur, dass ich nicht wirklich ein guter Spieler in Fortnite bin und das auf normalen Weg schaffen kann. Und genau deswegen habe ich heute für euch die Top 3 Campspots in der Fortnite Remix Season. Der beste kommt natürlich zum Schluss. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Campspot. Dieser befindet sich bei Frenzy Farm und ist in diesem Tunnel drin. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Baum abzubauen. Dann hier eine Treppe zu platzieren und dann könnt ihr euch da oben reinquetschen. Das Problem ist nur, da ist eine Kiste, deswegen gucken da manchmal die Gegner nach, was in der Runde bei mir hier der Fall war, weshalb ich ein bisschen Minus bekommen habe. Aber falls diese Strategie klappt, könnte man zu der nördlich gelegenen Farm gehen und mit Kohl jede Menge Zonen überleben, weshalb das ein respektabler Platz Nummer 3 ist. Der zweite Platz geht an den Campspot genau in der Mitte und zwar bei The Dog Pound. Hier ist es empfehlenswert, auch vorher einen Baum abzubauen, um ein paar Builds zu haben und dann könnt ihr hier einfach bei dieser Brücke eine Wand abbauen und euch dann unter die Brücke setzen. Beziehungsweise schwimmen? Weiß nicht genau, wie ich das jetzt nennen soll. Aber auf jeden Fall ist es empfehlenswert, da vorne eine Wand und eine Treppe zu bauen, dass es ein bisschen natürlicher aussieht und dass es nicht auffällt, dass da halt einfach eine Holzwand ist. Das Problem ist nur, Dog Pound ist relativ schnell out of zone, da die Zonen eher so weiter außen sind diese Season. Deswegen ist das auch nur Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 hat nochmal 3 Aufteilungen nach der Strategie. Wieder danach geordnet, welche die beste ist. Also fangen wir mit der schlechtesten an. Und zwar ist die Grundstrategie erstmal, sich in Weeping Woods in einen Baum zu setzen. Da kann ich euch diesen Baum hier empfehlen. Ich glaube, den habe ich auch in jeder Aufnahme verwendet. Ich blende hier ein, ob es wirklich so war. Falls ihr es, by the way, nicht schafft, auf dem Baum zu landen, könnt ihr einfach in den Fluss und dann in eins von diesen zwei Rifts hier und dann einfach in einem Baum landen. Ihr solltet halt nur nicht dreimal verkacken, weil dann ist kein Rift mehr da. Wenn die Zone also kommt, habt ihr 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit kann ich euch empfehlen, wenn die Endzone sehr nah bei euch ist. Dann springt ihr einfach auf diesen Ast hier, baut den Baum ab und kriegt einen Fallschaden. Denn wenn ihr von dem Ast oben springt, kriegt ihr ein bisschen Volldamage, was natürlich ein bisschen blöd ist. Und dann geht ihr einfach in die Zone und setzt euch an den Rand. Hierfür ist natürlich ein grüneres Skin vorteilhaft. Es geht natürlich auch mit jedem anderen, da müsst ihr aber vorsichtiger sein. Außerdem muss eure Mission sein, so wenig wie möglich von Gegnern getroffen zu werden, denn von meiner Erfahrung her kann ich sagen, dass wenn man weniger getroffen wird, man auf jeden Fall mehr Plus bekommt. Und dann wartet ihr einfach, bis im besten Fall nur noch 2 Spiele übrig sind und geht dann in die Zone. Oder ihr könnt auch leaven, aber dann bekommt ihr nicht diese satisfying Rank-Up-Animation, die ich halt fürs Video gern hätte. Die zweite Möglichkeit wäre dann, wenn die Zone weiter weg ist. Hier ist einfach Fortnite abgeschmiert. Danke für die Minus 3 Epic. Hier könnt ihr dann einfach, wie vorhin schon, vom Baum runtergehen und dann euren Baum abbauen. Dann geht ihr einfach vor zu diesem Lagerfeuer und nachdem ihr euch beim Lagerfeuer nochmal voll geheilt habt, movet ihr weiter nach unten nach Slurpee Swamp und setzt euch da einfach in den Sumpf rein. Dieser wird euch healen und somit durch alle Einer-Tick-Zones bringen. In der 2er-Tick-Zone könnt ihr dann nochmal hinterlaufen und ein paar Fässer zerstören. Meistens hat man da aber schon in den niedrigeren Rängen eine gut genuge Platzierung, dass man da auch einfach liefen kann. Denn kurz darauf würde ich auch die Sturmkrankheit holen. Falls ihr übrigens sehen wollt, wann ihr die Sturmkrankheit bekommt, könnt ihr unter den Auszeichnungen im Überleben-Tab diese Auszeichnung hier auswählen und Auszeichnung verfolgen klicken. Dadurch wird euch angezeigt, wie viel Sturmdamage ihr schon bekommen habt. Allerdings halt nur bis 500. Und bei 600 Sturmdamage werdet ihr von der Sturmkrankheit befallen. Das bedeutet, wenn ihr die 500 geknackt habt, habt ihr nicht mehr so lange. Allerdings kann ich euch empfehlen, aber so lange wie möglich in der Runde zu bleiben, denn das kann sich durchaus auszahlen. Die Strat, mit der ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt habe, ist tatsächlich im Weeping im Baum zu landen, dort ein bisschen zu sitzen halt, bis die Zone kommt und dann einfach den Baum abzubauen, wieder auf den Ast runterzugehen und dann einfach in Weeping bei diesen 2 Lagerfeuern zu bleiben. Hierfür müsst ihr dann aber allerdings halb Weeping abbauen, um genug Holz zu bekommen und irgendwann, wenn ihr die Sturmkrankheit habt, ist es eh over. Aber bis zu der Zone könnt ihr damit auf jeden Fall überleben und gute Platzierungen holen.
Und dann habe ich noch eine kleine Extra-Strat für euch. Und zwar müsst ihr hier einfach nur unten bei Slurpee im Wasser landen. Und dann wartet ihr, bis die Sonne euch einholt. Schwimmt dann nach Slurpee rein. Hier müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, weil in Slurpee oft heftige Fights sind. Und dann lauft ihr einfach in Slurpee zu einer von diesen drei Quellen. Und dann seid ihr erstmal good to go, bis die zweite Zone anfängt. Und dann hilft nur noch hoffen. Falls ihr jetzt also versuchen wollt, euch auf ein Reel hochzukämpfen, wünsche ich euch viel Glück. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was bisher euer höchster Rang war. Ciao.